Willkommen zu FN24 Audi-Karriere. Wir sind heute in Imola. Und was soll ich euch sagen? Imola ist ja bekannt für ein spezielles Wetter. Und so wird es auch heute leider wieder passieren. Im Rennen wird es leider nicht trocken bleiben. Aber ich mal mir trotzdem eine mega Möglichkeit hier aus. Also bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst gerne ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. 4,9 Kilometer, eine DRS-Zone. Und trotzdem 19 Kurven machen Monza hier wirklich zu einer, na Imola natürlich, zu einer wirklichen schwierigen, aber auch sehr schnellen und wendigen Strecke. Wir gehen hier mal rein in meine finale Qualifying-Runde. Mein erster, beziehungsweise ja, mein eher vermasselter erster Run hat mich auf P18 gebracht. Ich hoffe natürlich, dass noch ein bisschen was an Zeit hier drin liegt. Turn 1 gut erwischt, hier rechts ein bisschen über den Körper drüber gerattert, was natürlich dazu geführt hat, dass mein Auto unruhig geworden ist. Der erste Sektor, naja, 167.000 im Plus. Hier noch einmal alles rausgequetscht und da sind es dann nur noch 30.000. Also wir sind sogar ein bisschen schneller, trotz der langsameren Zeit, schneller als Valtteri Bottas auf dem 15. Platz. Was mich natürlich ein bisschen, ja, positiv stimmt. Wir gehen jetzt hier runter in diese Fullgas-Linkskurve und dann geht's oben in die Suten. Ja, so nenne ich das gerne hier. Ich weiß, das heißt Aqua irgendwas, aber hier Vollspeed reinrattern beim Rausbeschleunigen, den ganzen Körper und die ganze Strecke ausnutzen und wir bleiben hier erneut im Plus. 3/10 aktuell mal schneller als Bottas, die Kurven mega mäßig gut geschnitten und das sind über 4/10. Die ich mittlerweile im Delta hier habe, nur nicht die zwei letzten Kurven, die zwei Linkskurven verkacken. Und dann könnten wir hier wirklich einen tollen Startplatz uns erfahren haben. Letzte Kurve, Leute, wir haben über 8/10 im Delta. Und jetzt mal gucken, wo wir starten werden. Das war bombastisch. Purple im letzten Sektor. Im sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris startet von der Pole Position. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Russell, Perez, Leclerc, Sainz, der Professor, Verstappen, Ocon, Fernando Alonso, Ricciardo, Albon, Stroll, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Gasly, Bottas, Magnussen, Sargent und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Bei mir. Hier sind wir nun in Starting Grid. Doppel-Pole Position für die McLaren. Auch hier im Game ist es als Hand gekommen, dass die McLaren quasi das beste Auto haben. Die sind wirklich verdammt schnell und ja, haben auch wirklich ein sehr, sehr schnelles Auto. Aber für uns hat es hier gereicht, der 8. Startplatz. Ich bin mega, mega stolz, weil es wirklich einer der besten Startplätze überhaupt ist. Und ja, Monza, glaube ich, könnte ein sehr, sehr geniales Rennen werden. Monza, ja. Monza könnte es auch werden, aber Imola könnte natürlich ein sehr, sehr geniales Rennen werden. Ich freue mich extrem. Es ist Startplatz 8, Leute. Wir hätten jetzt schon 4 Punkte. Aber Lights out. Und ich würde mal sagen, let's go. Hier in unsere F1-24-Karriere Imola. Der gelbe Reifen ist natürlich jetzt in der Anfangsphase besser. Doch ich schwitze ein bisschen drauf, dass ich gar nicht stoppen muss, sondern das nächste Mal dann nur mehr reinkommen für den Inter. Ob es wirklich so weit kommt, weiß ich nicht. Aber hier in der Startphase haben wir jetzt mal einen Platz verloren. Jetzt saugen wir uns hier an Sainz und Max Verstappen dran. Kann ich mich hier irgendwie durchzwingen? Nein, das reicht noch nicht ganz. Aber gegen Carlos Sainz könnte ich hier mal ganz spät bremsen. Der lässt die Tür innen offen und wir übernehmen wieder unseren Anfangsplatz, den 8. Platz. Max Verstappen auf Steven, der ist natürlich auch nicht ganz zufrieden. Der ist von 9 gestartet, der will natürlich nach vorne und das könnte uns hier auch helfen. Denn wenn der da schnell durchrushen will, könnte das natürlich trotzdem spannend werden, ob wir uns da vielleicht gleich dranhängen können. Ich weiß, natürlich haben wir nur einen Audi und von der Leistung her sind wir tatsächlich auch langsamer als, ja, sogar die Sauber. Aber das Qualifying hat mich wirklich so ein bisschen positiv gestimmt. Wir kommen hier aus dieser Zickzack-Kurve raus und da heißt es jetzt dranbleiben. Das ERS aufgespart bis auf diese einzige lange Geraden, weil du quasi eigentlich hier auf der ganzen Strecke keine ERS brauchst. Also, jetzt hier die letzte Kurve der Exit. Naja, ein bisschen gerutscht. Die weißen Reifen natürlich noch nicht ganz im ja, Temperaturfenster. Aus der letzten Kurve raus. Hier geht's im Windschatten Richtung Max Verstappen.
und natürlich auch Richtung Turn 1. Wir saugen uns hier dran. Zehntel um Zehntel kommen wir näher, aber wir gucken uns vorher die Start-Replay an. Lando Norris hat den Start für sich entscheiden können, das haben wir ja gerade schon gesehen. Mein Start an sich war schlecht. Also das habe ich schon jetzt gesehen. Hardcore-Wheelspin, viel zu früh das Gas, zu schnell durchgedrückt und ja, dadurch natürlich viele, viele Plätze verloren. In Turn 1 konnte ich mich aber immerhin dann gut positionieren, wurde dann nicht noch von dem Racing Bull irgendwie attackiert. Das wäre dann der Worst Case gewesen. Und dann hier sogar am Ende des ersten Sektors, dank Max Verstappen auch, konnte ich mich hier innen reinsetzen. Das war auch fair, weil ja, Sainz sich gar nicht die Acht auf mich gegeben hat, weil er einfach nur ja, Verstappen fokussiert war, würde ich jetzt mal sagen. Wir kommen hier diesen Hügel hinauf und gehen jetzt wieder ins Renngeschehen hier rein. Zweite Runde, wir sind leider aus dem Sekundenfenster draußen. Und jetzt geht's runter. Wir konnten Max Verstappen am Ende der Geraden überholen, das ist gut. Wir sind jetzt auf dem 7. Platz, was mich echt erstaunt. Das wären 6 Punkte, Leute. Lando Norris haut Runde um Runde raus. Aber auch Lewis Hamilton, der mittlerweile auf dem 2. Platz vorgefahren ist, kann es hier kontern. Ich hole Purple im letzten Sektor, aber vermutlich auch nur, weil ich die Kurve ja so stark geschnitten habe, dass ich eine Verwarnung bekommen habe. Also das kann man jetzt nicht so werten, dass ich da die Pace mithalten kann der Konkurrenz. Nein, das ist wirklich nur, weil ich mich hier ja vertan habe, zu früh eingelenkt habe, zu viel wollte und dadurch ja ein bisschen mehr gewonnen habe, als mir eigentlich ja zuhörig wäre. Leclerc, Perez und ich weiß nicht, wer der Dritte da vorne ist. Die drei haben so eine kleine Allianz hier gebildet. Das wird auch eine spannende Sache, denn wenn da einer mal probiert, einen Move zu setzen, könnten wir da sein. Und hier Richtung Turn 1 geht dann ja, Lewis Hamilton an Piastri vorbei und ich hier auch an Max Verstappen. Ganz spät, ganz ja, sneaky und damit, glaube ich, hat er auch nicht stark gerechnet. Aus dieser letzten Kurve raus, wir sind bereits am Ende der 4. Runde, bin ich jetzt nun endlich an Charles Leclerc dran, der mit Oscar Piastri kämpft. Der Arme ist aus der ersten Startreihe gestartet und ist jetzt nur noch auf dem 5. Platz. Charles Leclerc deckt gegen mich ab. Wir gehen hier an der Außenseite am Monegassen vorbei und sind auf einmal auf dem 6. Platz und das in Monza. Und das in Imola, Leute. Das ist einfach nur crazy. Wir können hier tatsächlich mit den Großen mithalten. Es ist eine Momentaufnahme, aber das ist wirklich geil. Solche Strecken bräuchte es öfters. Sowas wie Imola, ich glaube, sowas gibt es aber leider nur nicht zu selten. Sandford könnte vielleicht auch noch eine Strecke sein, wo wir persönlich gut abschneiden könnten, würde ich mal sagen. Jetzt hier runter. Aber wir sind natürlich aus diesem Sekundenfenster draußen. Das Dumme natürlich, was auch Piastri gemacht hat, ist, dass er sich den gelben Reifen, den weißen Reifen genommen hat und nicht den gelben, denn das hätte natürlich viel gebracht. Piastri jetzt mittlerweile aber an Perez vorbei. Bei uns hat schon zu tröpfeln hier begonnen. Wir sind erst in der 7. von 22 Runden und jetzt wird es auch interessant werden, was die anderen machen. Machen die mit dem Gelben die ähnliche Strategie, dass die so lange draußen bleiben, bis man auf Inter wechseln kann? Oder wechseln die nochmal zwischenzeitlich auf einen Slick-Reifen? Man weiß ja nie, ob der Wetterbericht jetzt auch zu 100% stimmt. Also, aus der letzten Kurve raus, Leute. Nur nicht stark rutschen. Ja, es ist schon wirklich ein bisschen ja, rutschig hier, das macht doch wenig Spaß, aber gerade hier werden oder zeigt sich, wer der größte Fahrer ist. Double Windschatten hier Richtung Turn 1, DRS ist natürlich noch enabled und Piastri verliert erneut den Platz gegen Sergio Perez. Wir sind aber jetzt ganz, ganz nah dran am Sieger des großen Preises von Ungarn. Ab hier durch, da kommt es zu einer minimalen Berührung. Aber das kann man mir jetzt auch nicht böse reden, denn es ist wirklich ganz, ganz schwierig, schon so den Bremspunkt zu finden. Aber wenn da noch einer vor dir fährt und eventuell noch ein bisschen früher bremst, als du gewöhnt bist, ist das natürlich noch viel schwieriger. Hierauf, das ist noch einmal Replay. 5. Runde gegen Charles Leclerc. Was für ein geiler Move hier. Im Windschatten sauge ich mich dran und gehe dann an der Außenseite vorbei. Wie auch schon gegen Max Verstappen vorhin, konnten wir jetzt auch hier gegen den Monegassen einfach vorbei rushen. Ich weiß nicht genau, wo die Pace herkommt. Ich weiß nicht genau, warum wir heute so schnell sind. Aber ich freue mich, dass es wir sind. Dass wir es sind so. Und hier, ja, Leclerc natürlich ein bisschen angefressen. Max Verstappen will ich gar nicht wissen, wie der drauf ist da gerade. Also das ist tatsächlich crazy, was hier passiert.
Wir sind aber jetzt mittlerweile in der 7. Runde und das sehen wir, ja, da waren wir schon neben der Strecke und ich habe, glaube ich, so ein bisschen einen autistischen Move, denn sobald ich merke, dass es irgendwie beginnt zu tröpfeln, denke ich mir so, oh, ich rutsch wieder. Und ja, das macht das Ganze natürlich dann halt nicht besser. Ein Teil der Spitze ist schon an die Box gegangen und ich, 1000 IQ Genius, dachte mir so, nee, ich bleib noch eine Runde draußen, es ist ja noch trocken genug. Nein, ist es nicht mehr, Leute. Wir haben jetzt das DRS deaktiviert, was bedeutet, auch die Rennleitung sieht das so, als dass es ja keine Trockenrennen-Session mehr ist, sondern dass es einfach feuchte Bedingungen sind. Was bedeutet, wir müssen jetzt an die Box gehen, uns auch diesen Intermediate holen und hoffen, dass die Box es nicht verkackt. Leute, bitte, bitte, ich habe einen Appell an euch. Die letzten Rennen habt ihr euch eher gehen lassen. Jetzt, come on, bitte, bitte, bitte. Lila haben wir schon mal geschafft. Jetzt geht's hier rein, Leute. Wir probieren es und vorne rechts hängt es wieder. Da hängt es wieder und wir stehen 4,6 Sekunden. Charles Leclerc jetzt vorbei. Die ganze Arbeit umsonst. Wir waren auf dem 6. Platz zwischenzeitlich. Und das, ja, ist jetzt alles wieder futsch. Das ist der 8. Platz. Hinter Charles Leclerc wieder zurückgefallen. Und auch hinter einen anderen. Ich weiß nicht genau, wer der andere war. Ich glaube, es ist Max Verstappen gewesen, oder? Also ich weiß nicht. Das ist natürlich ganz, ganz scheiße, wenn sowas passiert. Es ist halt immer das Gleiche. Das ist immer hier bei den Boxenstops kaputt gemacht wird. Wir sind in der 10. Runde, Leute, und der Intermediate worked auf jeden Fall. Und das könnte jetzt echt tatsächlich gut werden. Gucken wir mal. Da geht noch einer an die Box, ein Mercedes geht erst jetzt an die Box. Das war natürlich sehr, ja, noch einer. Ein Racing Bull, oder was ist das? Ein Red Bull Racing Bull, glaube ich, ist das. Das ist, sagen wir mal, sehr interessant. Also, dass man so spät sich darum entscheidet, nochmal, warum wartet man so lange ab, Leute? Kommen wir vor dem Mercedes noch raus? Tatsächlich, wir sind sechster Platz, weil ein anderes Team noch, oder zwei andere Teams, noch mehr verkackt haben als wir. Da ist einer ausgeschieden in Turn 1. Das könnte Virtual Safety. Na toll, Virtual Safety Car könnte aber uns jetzt mal ein bisschen Zeit verschaffen, ein bisschen durchatmen. Das Virtual Safety Car endet mittlerweile wieder und ich bin nah an Charles Leclerc dran gekommen. Also Lewis Hamilton ist jetzt über 4 Sekunden hinten und der kämpft auch die ganze Zeit mit Fernando Alonso herum. Also das ist eher jetzt mal, dass wir den überholen, ist eher eine Schwache. Dass uns der angreift, ist eher mal unrealistisch. Wir sind in der 12. Runde, Leute. Ende der 12. Runde. Erneut ist es gelb da hinten. Das scheidet wieder jemand aus. Und come on, bitte nicht nochmal. Komm, ja, glaube ich, das geht so durch, oder? Ja, Nico Hülkenberg ist leider draußen. Und wir... Erneut Virtual Safety Car. Mann, geht das jetzt die ganze Zeit so los weiter? Das wird aber dann schon langsam lästig. Muss ich echt zugeben. Das würde echt langsam lästig werden. Dass man hier immer VSC gibt. Wir sind noch näher an Charles Leclerc dran. Ich habe den Exit aus der letzten Kurve ganz gut getimt mit dem Iris, Delta von VSC. Aber es hat nicht ganz funktioniert, um an Leclerc dran zu bleiben. Ja, das DRS fehlt uns natürlich auf der langen Geraden, auf der generell einzigen Geraden fehlt mir das DRS. Und ja, in diesem ersten Sektor, ich bin da so hardcore am Rutschen. Ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass es wirklich regnen wird. Und das macht das Ganze natürlich ganz, ganz, ganz schwierig. 8. Runde, hier haben wir Oscar Piastri vor uns. Und da gab es die Berührung zwischen ja, mir und dem Aussie. Den Aussie, nicht den Aussie, den Aussie, den Australian Boy. Hat hier auch nicht ganz geklappt, dass wir hier vorbeigegangen sind. Und es ist nicht schwer zu erkennen, dass der Regen mehr und mehr zugenommen hat. Es regnet hier bereits jetzt. Glaube ich, ist schon bald die Zeit für den Full-Wet-Reifen. Aber ja, ich komme auch nicht mehr ganz der Pace mit Leclerc hinterher. Anfangs war es noch einfacher mit dem Inter und so weiter. Aber jetzt ist es immer schwieriger geworden. Wir schaffen es nicht mehr ganz die Pace zu halten. Und Lewis Hamilton kommt jetzt auch immer näher in Riesenschritten. Holt der siebenfache Weltmeister hier auf und Charles Leclerc, ja, der kann anscheinend besser mit diesen Bedingungen umgehen als ich. Ich bin kein Fan davon, wenn man mit, keine Ahnung, Intermediate auf Regenbedingungen fährt oder auf
Full-Wet-Bedingungen fährt. Das macht das Ganze für mich nicht ganz einfach. Wir sind in der 17. Runde und ich hoffe, dass es weitergeht. Ich hoffe, dass der Regen nachlässt. Aber ich denke eher, dass das Gegenteil passieren wird. 5 Sekunden hat Lewis Hamilton bereits auf uns, oder hatten wir am Anfang auf Lewis Hamilton Rückstand. Jetzt ist das mittlerweile auf 1,5 Sekunden geschrumpft und Charles Leclercs Vorsprung ist auf 1,4 Sekunden angestiegen. Wir haben hier auf jeden Fall zu kämpfen. Ich hasse diese Mischbedingungen. Ich bin da wirklich, ich wäre reingekommen, hätte mir nochmal eine Fullback geholt, aber aus Erfahrung weiß ich halt auch, dass das nicht funktioniert, weil wenn ich da jetzt reinkomme, bin ich einfach, keine Ahnung, 12., 13. und das Rennen ist vorbei. Also heißt es jetzt einfach durchkämpfen, hoffen, dass sich das Ganze ausgeht. 3 Runden sind es noch zu gehen, also sagen wir mal der Rest von der und 22. Runde und mittlerweile ist Charles Leclerc über alle Berge und Lewis Hamilton. Ja, der klebt mir so ein bisschen schon im Heck drinnen. Der wird immer größer, immer bildauflösender in meinem Heckspiegel, in meinem Spiegel. Und ja, ich habe halt wirklich sichtbare Probleme hier generell das Auto auf der Strecke zu halten, geschweige denn eine ordentliche Pace hier anzuführen. Also das ist wirklich, ich verstehe nicht genau, wo der die Pace oder wo die Pace auch hernehmen. Das ist dann wirklich eher noch die, ja, die Kunst der KI, glaube ich, oder die Kunst der Formel 1 Fahrer. Lando Norris gewinnt hier und das ist, glaube ich, ein softer Start-Zielsieg. Also der hat da wirklich nichts anbrennen lassen. Tolle Leistung von dem Youngster. Ich hoffe natürlich, dass die McLaren jetzt nicht die Meta sind in Formel 1 24, weil ganz sind sie das ja auch nicht. Wir gehen hier über die Ziellinie drüber. Ich rette mich mit dem 6. Platz, Leute. Und jetzt melde ich mich noch einmal hier aus dem Off, würde ich sagen. Denn es gibt ganz schlechte Nachrichten. Mit dem letzten Update wurde es irgendwie verbuggt und dieses Rennen, ja, ist zwar gewertet worden als gefahren, aber ich bin gewertet worden als nicht beendet. Sprich also, irgendeinen Bug hat es hier beim Speichern gegeben. Was bedeutet, ich habe hier zwar dieses schöne Rennen für euch fahren dürfen, habe auch das angerechnet bekommen vom Game, aber ich habe leider keinen einzigen Punkt dafür bekommen. Es ist natürlich schade, weil der 6. Platz, das wären unfassbare 8 Punkte gewesen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir stärker zurückkommen, Leute. Lando Norris gewinnt hier. Und ja, unser saustarkes Ergebnis wurde leider nicht anerkannt. Das ist echt bitter. Ich hoffe, dass dieser Fail, dieser Bug rausgenommen wird, weil das kann so nicht stehen bleiben. Das ist echt bitter, Leute. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Rennen. Und das ist dann tatsächlich auch schon Monaco. Also da wird es nochmal eine Ecke schwieriger. Ich hoffe, dass da die Bedingungen wenigstens irgendwie okay bleiben. Jetzt aber zurück zum Renngeschehen und zum anderen Commentary. Hier haben wir nochmal das Final Classement, Leute. Es sind 8 Zähler, die wir hier mitnehmen. Und am Ende die Erkenntnis, dass das Auto auf solchen Strecken gut funktioniert. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und ja, ich freue mich schon auf das nächste Rennen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.